Die Zooplus AG mit Sitz in München ist eine Internethandelsplattform für Haustierbedarf. Neben dem Online-Shop gibt es auch einen Online-Informationsdienst für alles rund um das Thema Haustiere und natürlich auch eine Community, in der man sich austauschen kann. Mit welcher Strategie das Unternehmen in die Zukunft geht und welche Rolle Petfluencer dabei spielen und wie es sich von anderen Online-Plattformen im E-Commerce absetzt, darüber sprechen wir heute. Super. Innovation Deutschland heißt unser Format. Welche Rolle spielt Innovation im Bereich Haustierbedarf? Ja, gutes Stichwort. Auf den ersten Blick würde man ja vermuten, dass der Vertrieb von Produkten fürs Haustier übers Internet keine besonders technologieintensive Aufgabe ist. Wir arbeiten heute in unserem Team von knapp 800 Leuten mit etwa 400 Leuten, die in technologienahen Tätigkeiten beschäftigt sind. Das heißt, wir betreiben mit einem sehr freundlichen und auch, was sagen, harmlos aussehenden Kundeninterface dahinter ein sehr raffiniertes Akquisitions- und Distributionssystem, das technologiegestützt ist. Bei uns spielen Stichworte wie Artificial Intelligence oder selbstlernende Algorithmen genauso eine Rolle, wie das beispielsweise in der Automobilindustrie mit dem selbstfahrenden Auto der Fall ist. Das heißt, wir sind Consumer nach außen, aber nach innen heraus sehr stark tech-getrieben. Wie sieht denn der ideale Mitarbeiter, die ideale Mitarbeiterin aus, die sozusagen die Zukunft im besten Sinne mitgestalten kann? Ich würde sagen, auf jeden Fall muss sie mit dynamischen Veränderungen umgehen können, Lust drauf haben, Dinge selbst zu entdecken und eigeninitiativ zu sein, mit unterschiedlichsten Kulturen umzugehen. Wir haben 58 unterschiedliche Nationalitäten hier im Unternehmen. Wir sind Gott sei Dank genau gleich verteilt zwischen Männern und Frauen. Und mir geht es um unterschiedlich denkende Menschen. Was ist der USP von Zooplus? Wie unterscheiden Sie sich von Konkurrenten wie zum Beispiel Fressnapf oder Amazon? Der Unterschied sind für uns im Wesentlichen vier Punkte. Der erste wesentliche Punkt ist Premium. Zooplus ist Premium-Markenanbieter, ist 20 Jahre lang so groß geworden und hat sich Expertentum aufgebaut. Der zweite wesentliche Punkt ist das Thema Services. Wir bauen ein Service-Portfolio rund um das Tier auf, von Tierarztsuche bis Tierarztvermittlung. Der dritte große Punkt sicherlich Personalisierung, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Wir können jetzt 95% sagen, was Sie für ein Tier zu Hause haben auf Basis Ihrer Kaufhistorie. Und wir haben eine große Tier-Community. Wir haben über unser Magazin, über unsere Social Media weit mehr als 50 Millionen Besucher und User im Jahr, die sich dort austauschen. Das heißt, sie haben dort eine Tier-Community. Das heißt, Premium-Sortiment zu guten Preisen mit der entsprechenden Community und den Services, das ist das, was wir Ihnen bei Zooplus tatsächlich bieten. Wie wollen Sie zukünftig noch mehr Kunden gewinnen und auch binden? Also es sind eigentlich zwei Faktoren. Ne? Einmal der natürliche Channel-Shift, der uns in die Karten spielt. Das heißt, immer mehr Kunden, die vom stationären Handel zu online wechseln. Das ist das eine. Aber für uns als Zooplus ist ganz entscheidend, dass wir die Markenbekanntheit von Zooplus weiter ausbauen. Und das andere ist natürlich, dass wir die Marketingkanäle aufmachen wollen. Ja? Wir gehen zum Beispiel einmal in Event-Marketing. Wir haben ja letztes Jahr 20-jährigen Geburtstag gefeiert. Haben Sie vielleicht auch mitbekommen. Wir haben in Köln und Düsseldorf eine schwimmende Hundewiese gehabt. Da haben wir auf dem Rhein eine Hundewiese aufgebaut auf einem Schiff, um zu sagen, wir schaffen Platz für Tiere. Was natürlich für sehr viel Aufsehen und Kenntnis in der Breite sorgt. Und der zweite Teil ist, dass wir natürlich über klassische Kanäle auch gehen und hier auch gerade sehr viel in Richtung Influencer-Marketing investieren, um an die richtigen Zielgruppen entsprechend ranzukommen. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei Ihnen in der Produktion zum Beispiel? Ja, immer eine größere Rolle natürlich. Wenn Sie auf die Produktion eingehen möchten, gerade bei Eigenmarken legen wir sehr viel Wert drauf und zertifizieren unsere Lieferanten auch gerade neu, ja, dass wir vor allen Dingen nachhaltig produzieren. Das bedeutet nicht nur unter fairen Bedingungen und ohne Tierversuche, sondern wir versuchen auch die Lieferdistanzen zu reduzieren, einfach effizienter zu liefern, damit die Emissionen auch zu reduzieren. Das ist uns schon sehr, sehr wichtig. Bei den Eigenmarken können wir dort direkt Einfluss nehmen, aber wir versuchen auch im Kleinen anzufangen. Das bedeutet hier mit der internen Go Green Initiative, ja, startet bei der simplen Mülltrennung bis hin zu Ökostrom und Reduzierung von Papier, Wasserverbrauch und Co. Herr Patt, was ist die Marketingstrategie für Internethandelsplattformen der Zukunft? Welche Strategie verfolgen Sie da?
Also Internetstrategien der Zukunft setzen eigentlich auf den drei großen Megatrends. Der eine von der Konsumentenseite ist der Trend, dass man zunehmend sich nicht mehr von Werbung inspirieren lässt, sondern aktiv auf produktbezogene Informationssuche geht oder beispielsweise auch unabhängige Äußerungen von anderen Konsumenten oder Influencern nutzt. Gleichzeitig sind internetgestützte Handelsformate nicht nur Handelsplattformen, sondern gleichzeitig auch wertvolle Informationskanäle. Das heißt, wir erreichen nicht nur 100.000 Kaufkunden am Tag, sondern ungefähr 500.000 Kunden, die täglich nach Informationsangeboten suchen. Zum Dritten verstehen Hersteller immer stärker, dass eigentlich der klassische Werbedruck und die Markenbekanntheit in den Hintergrund treten und das Erzählen einer guten Produktgeschichte, ein raffiniertes Produkt, ein Produkt mit echten Mehrwerten für den Kunden, wichtiger denn je sind. Dann lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Was ist Ihre Vision, Ihre Strategie? Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in, sagen wir mal, 3 Jahren? Wenn Sie in 3 Jahren sich einen Hund kaufen wollen, dann möchte ich, dass Sie zu Plus gehen, sich im Magazin erstmal schlau machen, ob Sie überhaupt einen Hund haben wollen. Wenn Sie sich sicher sind, Sie wollen einen, dann gehen Sie zu uns ins Auswahltool, ja, wo Sie sagen, wir haben ein kleines Haus, einen kleinen Garten, wir sind ganz faul. Dann wird Ihnen das Tool sagen, kaufen Sie sich bitte eine Katze, falls Sie doch einen Hund kaufen. Ja, dann vermitteln wir Sie zum Züchter, dann vermitteln wir Sie zum Tierheim oder machen Ihnen erstmal eine Patenschaft. Wir besorgen Ihren Ausweis für den Hund, wir besorgen Ihnen Ihre Versicherung. Wenn Ihr Tier krank wird, machen wir Ihnen den Termin beim Tierarzt oder bieten Ihnen die Remote-Diagnose übers Handy an. Und entlang dieses Lebenszyklus des Tieres wollen wir eine Serviceplattform aufbauen. Und wir glauben, dass das auch der Weg ist, tatsächlich zukünftig erfolgreich zu sein.